Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 2 mit einem weiteren Special. Ihr habt es ja schon in der Überschrift gelesen, nämlich ja, Retro Saloons, diesmal ja deutsche Ausgabe. Vier Hersteller haben wir in dem Fall. Wir haben einmal Forza Creeper am Start mit dem BMW M5, dann einmal den Googie mit dem RS2 müsste es sein. Die Audis kann ich nicht auseinanderhalten. So, ja, und dann haben wir noch ganz drüben eigentlich ein ganz, ganz berühmtes Fahrzeug, der Turbonetics, der Leon mit dem Mercedes Evo 2. Ja, ja, und ich habe den, naja, hier ist ein Vauxhall, aber wir Deutschen wissen alle, was das eigentlich wirklich ist. Und zwar, das ist ein Opel Lotus Omega und ja, kam mit dem letzten DLC-Pack rein, genauso wie der M5, der Forza Creeper hat. Und da haben wir gedacht, cool, wenn gleich so zwei so geile Fahrzeuge mit reinkommen, dann müssen wir auch gleich ein Special dazu machen. Ja, ein bisschen in der Zeit zurück, ein bisschen ja, Nostalgie aufleben lassen. Muss ich auch mal sein, müssen ja nicht immer die modernen Sportwagen fahren, sondern auch mal hier so alte Saloons, alte Limousinen, beziehungsweise ein Kombi haben wir auch noch am Start. Und ja, ich würde sagen, Googie ist wieder Leader, der gibt wieder an, was wir zu tun haben. Am Schluss gibt es wieder Punkte oder die Punktezusammenrechnung. Die könnt ihr in den Kommentaren, nicht in den Kommentaren, Entschuldigung, in der Beschreibung nachlesen. Deswegen, wer sich jetzt nicht am Anfang gleich spoilern will, der soll da am besten da erst am Ende drauf schauen. Ja, ich setze gleich mal eine Gruppenroute hin. Alles klar. Ja, auf dem Weg zum Rennen möchte ich auch noch kurz eine Ankündigung machen. Und zwar der Forza Creeper und der Turbonetics, der Leon, haben oder wollen jetzt auf YouTube ganz groß durchstarten und haben jetzt einen eigenen Kanal gegründet. Und den packe ich natürlich in die Beschreibung. Und auf dem kurzen Weg dahin dürfen sie auch ganz, ganz kurz zusammenfassen, was sie denn auf ihrem Kanal zeigen wollen und würden. Und ich gebe euch jetzt auch die Möglichkeit, euch da auch nochmal kurz vorzustellen. Ja. Leon, du, ja? Soll ich? Mach du mal. Gut, also wir heißen Stance Freaks und bei uns auf dem Kanal gibt es alles rund um die vier Räder. Vom Real Life übers Gaming, natürlich Hauptteil natürlich das Gaming. Ich werde die Xbox One vertreten und der liebe Leon den PC. Ja. Genau. Leon, was würdest du noch sagen? Ja, also ich habe, wir sind aktuell noch am Plan, wie wir das genau durchmachen. Aber wir haben uns auch vorgenommen, wir werden, wenn es zeitlich irgendwann mal passt soweit, werden wir es auch so weit bringen, dass wir auch Videos von Autotreffen eher in der Umgebung bei uns aufnehmen werden und auch für euch präsentieren werden. Ja. Ja, das klingt ja schon mal cool. Also wer jetzt schon mal ein bisschen Interesse hat, schaut doch mal vorbei, vielleicht auch schon mal abonnieren. Dann kriegt ihr ja immer gleich die neuen Videos mit. Und die würden sich die beiden sicherlich freuen, wenn ja auch ein bisschen Unterstützung von eurer Seite mit dabei ist. Und ja, da mache ich auch gerne Werbung. Leon und der Remo hier, die sind ja auch schon lange, lange dabei bei den Specials, immer mal wieder mit dabei. Auf dem Teamspeak sind sie auch mal vertreten. Das sind auf jeden Fall zwei coole Typen. Darf ich dich mal kurz unterbrechen? Nö. Ja, nee, mein RS2 hat Forza komischerweise auf S801 hochgedreht. Keine Ahnung, warum. Disqualifiziert. Schande über dich. Immer diese Audi-Fahrer. Immer Vorteil rausholen. Ich stand eh ganz hinten. Also, direkt verdient. Ja, du hast auch ein Allrad. Der einzigste Allrad, wohl bemerkt. Ja. Ich hier schön mit Heckantrieb. Trieb. Nee, also wie gesagt, guckt vorbei, da würden sich die beiden sicherlich freuen. Und ein bisschen Unterstützung. Schade, die am Anfang auf jeden Fall nicht. Übrigens, bin ich das erste Mal ohne Fiepsen und Piepsen im Hintergrund dieses Mal zu hören. Das stimmt. Boah, ist hier dunkel. Ist bei euch auch so dunkel hier? Ja. Oh, scheiße, ja, ohne Kollision. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Oh, er macht das Licht an. Finde ich gut. Aber ein bisschen zu spät. Ja. Ah, jetzt bei mir. Kürzt der Ramp hier ab. Ja, macht ihr doch auch. Nein, ich bin vorbeigefahren. Ich habe abgekürzt. Ich auch. Aber ich bin wenigstens vom Gas gegangen. Nee, ich vertraue auf meinen Heckantrieb. Na, der Cookie nimmt natürlich wieder die Schotterpischen, natürlich. Muss jetzt sein Allrad irgendwie wieder ausmerzen. Ey, erinnert sich noch, was du das letzte Mal waren? Wir beiden mit den Autos BMW und RS2 unterwegs waren.
Wer hat da die Schotterpassage gewonnen? Nicht der Audi. Ja, der bessere Fahrer, ich weiß. Ja, also. Dann reg dich nicht auf. Dann müsste ich jetzt auch wieder gewinnen. Glaube ich sogar dieselbe Strecke, oder? Keine Ahnung. Schon zu lange her. Ich bin da ein bisschen vergesslich. Auf jeden Fall war es auch ein Castelletto. Das kann sein. Da sind wir nämlich in den einen Tunnel drin gestartet. Boah. Also mein Auto hat einfach so viel... Boah, da kommt nur quer einfach nur. So viel Wheelspin, das ist der Wahnsinn. Ich tue mich da extrem schwer, den Omega hier irgendwie auf der Strecke zu halten. War ja auch zur damaligen Zeit der zweitschnellste, zumindest was die Topspeed anging, an der Limousine auf dem Markt. Nur der Alpina war schneller. Aber was Beschleunigung und sonst anging, war der hier echt das absolute Hammer. Aber wir haben jetzt hier alle auf gleiches Niveau getuned, auf A800. Ist auch Kugi. Ist auf Kugi. Alter! Der hat 801. Der cheatet. Er dachte, mit Allrad ist er sowieso viel zu schwer und zu unterlegen. Da macht er halt nochmal hier ein bisschen. Oh, wow, 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 wow. Okay. Heilige Scheiße. Geile Sprünge sind mit drin. Oh, fick ja. Die Sprünge. Mit Allrad würde ich hier auch gerade gut lachen. Jungs, ich bin kurz mal außerhalb von der Map, danke. Oder nee, ich bin jetzt bei den Zuschauern. Ja, grüße von mir. Von mir auch bitte. Was soll das, Mann? Von mir nicht. Wünsche Ihnen einen schönen Abend. Digga. Einfach verkackt. Wie Grip das Ding einfach nur hat. Ja, ich hab gar keinen Grip. Ich hab massig Grip. Und ich nur nicht so viel Bums wie du. So, erster Sieg an den Audi, der aber auch leider nachträglich disqualifiziert wird, weil er ein LI zu viel hat. Jawohl. Und ihr beiden werdet sowieso. Du bist sowieso noch hier wegen Abkürzen, ne? Nö, das ist ja erlaubt. Alles, was uns Horizon bietet, das jetzt ist erlaubt. Auf einmal. Ja, ist klar. Ja, wieso? Also Abkürzen war ja noch nie verboten hier. Außer, da muss ich ehrlich sein, außer beim Finalrennen, da das Abkürzen, das finde ich einfach nur, ja. Also nicht abkürzen, das ist Strecke vermindern. Ja. Das ist gut, Abkürzen ja auch. Ja, also der Audi gewinnt das erste Schotterrennen. Wie gesagt, ich habe da auch echt ein bisschen Probleme noch mit dem Omega, der hat einfach zu viel Bums auf der Hinterachse. Aber naja, ein bisschen Bums schadet ja nicht. Ich fahre in die Werkstatt und behebe den Fehler. Ja, würde ich auch warten, sonst wäre schon im nächsten Rennen auch wieder disqualifiziert. Und so null Runden pro Rennen, das will ich ja nicht. Null Punkte. Ja. So, in der Zeit drehe ich einfach mal ein bisschen am Rad. Schauen wir mal, was es denn so gibt. Ja, Abarth 500 SS. Den kann ich auch mal fahren. Da wurde sich, glaube ich, sogar mal gewünscht von einem hier aus der Community. Und ja, den Wunsch werde ich ihm natürlich auch erfüllen, sobald wir soweit sind. Ja, und der BMW und der Mercedes haben hier gerade einen richtigen Paarungstanz aufgeführt. Das ist ja Wahnsinn. Das sieht man mal wieder. Die Stance Freaks hier, die sind schon hier richtig im Einklang. Oh ja. Wir wurden fotografiert. Hast du den Blitz gerade gesehen? So, wo geht's denn hin? Ich habe noch nichts eingestellt, kommt gleich. Das Blow-Off klingt echt cool hier vom Omega. Doch cool. Generell ist kann ich den Punkt rausnehmen? Ich krieg jetzt wohl einen Punkt weniger. Schwungscheibe. Ja, nee, habe ich nicht mal eingebaut. So, in der Zeit gehe ich halt auch ein bisschen ins Tuning, während mein Ding hier auf den Baum zurollt. Zack. Und dann gucke ich mal, ob cool, ich da kann nicht ich den zweiten Gang noch einstellen. Bisschen was hier hinkriege. Bisschen weicher noch. Oh, die kann ich nicht hin. So, hier, zack. Da machen wir auch ein bisschen weniger und da auch ein bisschen weniger. Dann sollte das eigentlich doch vielleicht jetzt passen. Vielleicht ist dann eher eben der Wheelspin nicht so krass. So. Ja.
bevor hier das große Schweigen losbricht, muss man ja sagen, es kam ja letzte Woche ein kleiner Leak, ein kleiner Info-Leak raus zu Forza Horizon 2. Ich denke, einige von euch haben es mitgeregt, die, wo uns auf der oder auf der Facebook-Seite ja verfolgen, haben es auch schon gesehen, da habe ich es auch schon eingestellt. Und zwar, waren die Leute von Turn 10 oder Microsoft, man weiß nicht genau, wer der Schuldige ist, ein bisschen unachtsam. Praktikant am Start. Ja, ein bisschen unachtsam und anscheinend, oder was heißt anscheinend, sie haben halt rausgehauen, was sie anscheinend hier auf der E3 schon präsentieren werden. Und Horizon, wie ich schon immer gesagt habe, auch schon im Let's Play, da wird auf jeden Fall zu Horizon nochmal was kommen auf der E3. Ja, und anscheinend soll ja nichts anderes als Porsche ins Spiel kommen. Und das wäre natürlich richtig, richtig nice. Würdiger Abschied. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und ich denke, einige von euch werden sich auch freuen, wenn hier der deutsche Sportwagenhersteller aus Stuttgart nochmal oder ins Spiel kommt. Das alles, wenn die Folge erscheint, dürfte es nicht mal mehr eine Woche sogar sein. Und dann hätten wir schon die ganze Sache hier im Spiel und das wäre schon richtig cool. Und das werden wir natürlich hier auch im Let's Play oder in irgendeiner Form erleben, das ist sicher. Ja, es wurde ja nicht nur das geleakt, sondern es hat ja auch die japanische Xbox-Seite. Na. Was? Das gehört nicht zu Horizon. Einige Zuschauer wissen natürlich jetzt, was Cookie sagen wollte. Es geht natürlich um Forza Motorsport 6, da wurde auch was geleakt, aber dazu reden wir mal in Forza Motorsport 5. Ach, das genau. Ja, ich weiß, Cookie. Aber ich muss dir ja einen Anreiz geben, dass wir mal wieder zusammen aufnehmen. Und das machen wir dann in Forza Motorsport. Das ist doch ein Deal, oder nicht? So ein Hund bist du. Ja, so ein fieser Hund bin ich. Jetzt weiß ich, warum dass man fieser Hund sagt. Bist ja gleich gemein wie mein Hund. Ja. Schmeißt mich auch einfach aus meinem Bett raus. Das ist dasselbe Gefühl. Ja. Siehst du mal. So, diesmal stand ich von ganz hinten. Blö. Mal. Doch. Ja doch, siehst du, jetzt bin ich hinten. Oder einer wieder nur mit Allrad kann. Alter! Ja, man muss ja ein bisschen sticheln, oder? Ist das Kollision an oder aus? Aus. Aus. Okay. So, aber man merkt halt wieder mal, dass Allrad ziemlich... Alle reingeklatscht. Außer der Audi. Ziemlich ja, überlegen ist. So, aber ein bisschen hat es was gebracht, nochmal hier an den Federn zu schrauben und an der Dämpfung. Also er kommt nicht mehr ganz so wild um die Ecken. Der Omega. Einfach hammergeiles Fahrzeug. Ich freue mich echt, dass der jetzt rein ist. Im Prinzip eigentlich der einzigste Opel im Spiel. Oder? Ja gut, nee. Astra und so gibt's ja auch. Ja, aber halt... Von den alten Forza coolen auch. Opel, sagen wir es mal so. Ja, von coolen Opel. So. Oh ja. Verschaltet, scheiße. Ich kenne die Strecke nicht, das ist ein bisschen blöd. Die hätte ich jetzt auch viel schneller fahren können. Ich auch. Ich habe mich verschaltet, deswegen ja. Können Sie auch nicht. Und tschüss, Boogie. So. Hallo, Baum. Hallo, Konzentration muss ich ganz hochhalten. Nein. Scheiße. Ja, die Strecken hier hinten sind eigentlich eh alle relativ cool, finde ich. Wahrscheinlich auch cooles Gebiet. Scheiße, Zeit verloren. Mega Zeit verloren. Nein. Aua, Bombe. So. Ja, liebe Leute, liebe Zuschauer, falls ihr auch mal mitmachen wollt, also genau du kannst das auch gerne tun. Natürlich musst du in Xbox One und Horizon haben. Einfach mal vielleicht in die Kommentaren sich melden oder am besten direkt aufs Teamspeak kommen. Da ist auch immer jemand da. Entweder hier, Googie oder... Auch der Leon oder der Remo sind am Start oder natürlich meiner einer. Meistens abends bin ich auch da. Kannst auch mit mir mal quatschen, also auch wenn du mal nicht unbedingt mitmachen willst. Aber wenn du mitmachen willst, ist das natürlich die beste Möglichkeit hier bei so einem Special. Ansonsten, falls du sagst, okay, nee, ist nichts für mich hier mitzumachen, aber ich hätte eine Idee, was ihr fahren könnt, dann schreib doch auch mal bitte in die Kommentare einfach ein paar Vorschläge. Ich notiere mir das immer, also auch wenn du schon mal vielleicht schon was vorgeschlagen hast, ich habe mir das notiert, also dein Nick, also dein YouTube-Name, dein Vorschlag, das Spiel dazu. Also einfach reinhauen. Wie gesagt, ich versuche sowieso sehr viel mit der Community, also mit dir auch zu machen. Ein bisschen interaktiv und ich glaube, es kommt gut an. Und wie gesagt, ich glaube, im Leon, im Remo, im Googie hier, gefällt es auch immer ganz, ganz gut, wenn wir hier irgendwie was machen in Horizon, in Forza Motorsport oder in Project Cars aktuell.
Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da mal noch ein paar andere Gesichter mitmachen oder vielleicht auch, wie gesagt, Vorschläge kommen von ein paar anderen Leuten. Wenn ich mal kurz was anmerken könnte, Steven hat es doch gerade gemerkt, dass er mitmachen wollte. Ja, der Steven, grüße ich an dieser Stelle. wir haben Steven noch angefragt, leider war er noch in einem anderen Spiel gefangen oder ich sag mal in einem anderen Universum trifft's eher. Im Orbit. Ja, das nächste Mal ist er wieder dabei, aber ist ja auch okay. So, ja. Wir haben einen Zweiter, ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Boogie wahrscheinlich. Ich wurde Zweiter. Der Allrad lässt nach. Also der eine LI hat anscheinend doch viel mehr ausgemacht, als man denkt. Genau das habe ich mir jetzt erwartet, dass es kommen wird. Wieso wusste ich das? Das wird jetzt ewig nachhängen. Nee, der Audi ist genau da reingeklatscht, wo ich auch vor da eine Sekunde vorher reingeklatscht bin in den Baum. Ja. Das ist eigentlich auch wirklich, also wenn man Horizon schnell sein will, einfach alle Bäume und alle Laternen vermeiden, dann hat man gute Chance auf den Sieg. Man muss nicht mal der Schnellste sein. Also so wie du. Ich wollte deine Teams mitfahren und das ging nicht so. Ich hab grad voll vergessen, dass wir keine Geister mehr sind. Bei mir war es so, ich hab in einer Kurve hab ich mir gedacht, Alter, nee, da kommt ein Ford Fiesta, den will ich jetzt nicht reinfahren. Habe ich nämlich vergessen gehabt, dass es mehr Geister sind. Und Anführungszeichen Geister, weil Bäume kannst du trotzdem mitnehmen. Und bin in der Mitte rein, dann hat es mich rausgetrieben und die Kurve dann im Drift aus auf dem Schotter rundherum und dann kam ein Baum und dann war es dann vorbei. Ja, genau den Baum in der Kurve, wo ich auch reingerutscht bin. Ne, das war eine Kurve davor und dann die nächste Kurve bin ich Leon seine Linie nachgefahren und hat es wieder gescheppert. Ja, da bin ich nämlich auch reingefahren. War sowieso viel zu eng die Kurve. Ja, vom Gas gehen, dann geht's nicht so. Ja, ich hätte die mit Halbgas fahren müssen. Ich habe auf jeden Fall schon mal eine richtig coole Special-Idee, falls es tatsächlich mit Porsche wirklich kommt. Die Halbgas-Special. Vor allem soll ja. Lass mich doch ausreden. Vor allem soll ja auch der 918 Spider kommen. Da hätte ich auf jeden Fall als Idee, dass wir ja auf jeden Fall die großen Hybrid hier gegeneinander antreten lassen. P1, LaFerrari und den 918. Ich meine, das ist einfach das übertriebene Duell. 918. Ferrari. Ja, da haben wir doch schon drei und ich guck zu, ne? Ich war dann mit dem Tesla und sagt, wer scheiß auf Hybrid, ne? Ich fahr rein Elektro. Ne? Das machst du. Benzin. Da wissen wir schon, wer auf jeden Fall nicht gewinnt. Wow, Cookie. Oh! Wow. Was war das denn? Alter, ich bin wechsel auf die Burg hochgesprungen. Okay, hier geht's nicht weg. Nee. Aua. So, weil ich's kann. Du hast sogar über die Mauer drüber gejumpt. Ja, ich bin da die hinterher gefahren. Das ist ein geiler Weg, den ich bemerke. Bist dann auch weiter mir hochgefahren oder hast du einen anderen Weg genommen? Nö, ich hab einen anderen Weg genommen. Wäre aber fast auf den Hausdächern gelandet. Hat nicht weit gefehlt. Ja, ich bin nicht so schnell gesprungen, ich wäre fast auf dir gelandet. So, nächstes Rennen. Neues Glück. Ich glaube, ich fahre mit zu viel Sturz mit 5 Grad. Ja, 5 Grad Sturz ist tatsächlich ein bisschen zu viel. Ja, mit 0,7. 0,5. Ach. Ich sag's nicht, das bleibt geheim. Betriebsgeheimnis. Genau. Opel Motorsport GmbH. Genau. Kooperation mit Lotus. Genau. So sieht's aus. Still bist du da draußen. Ich find's eigentlich voll unfair, dass der Audi immer von der Pole starten darf. Was von der Pole? Ja, mit deinem Allrad hast du sozusagen eine feste Pole, oder? Oh fuck, scheiße, ist doch der Schaden. Wo denn? Heute bin ich auch. Jetzt bin ich extra vom Gas, dass ich Unrecht hab. Sieh schon, da ist er vorbei. Gar nicht so einfach hier. Ja, voll das falsche Ending gewöhnt. Ich bin das falsche Auto gewöhnt.
Nee, nee. Das falsche Lenken gewöhnt. Also auch ein Lenken, ja. Ja, weil ich generell in letzter Zeit ein bisschen viel. Wow! PKs. Ja, PKs und Lenkrad. Kann ich hier noch auch mit Lenkrad fahren? Meine Güte! Aber das ist scheiße. Kann man sich nicht umgucken. Ja, braucht man doch nicht. Wenn's scheppert, ja, dann weiß jemand, was ist hinter dir. Genau. Wenn Xing scheppert, weiß ich, ist einer links von dir, wenn es rechts scheppert, ist einer rechts von dir. Hier, Zitat. Zitat von Walter Röhrl hier. Untersteuern ist, wenn du den Baum siehst, den du reinfährst. Obersteuern ist, wenn du ihn hörst, den du reinfährst. Korrekt. Besser kann man es nicht erklären. Walter Röhrl hat einfach immer recht. Geilsten finde ich immer noch seinen Spruch. Wenn du im Arsch fliegst, dann hast du das letzte Mal das Gefühl. Fahr nicht mal Linie nach, wenn du nicht das richtige Auto hast. Irgendwie willst der BMW heute mit mir nicht machen. Ebenso eklig, ey. Hast du auch Vorderstattung Leder, die wiegt ja auch gut. Ja, der M5 ist schon ein Luxus-Karoche. Genau, Karosse. Irgendein Fehler, der so richtig scheiß behindert ist. Beim ersten Mal habe ich mich zu den Zuschauern gemacht. Wow, was beim zweiten Mal habe ich einen unnötigen Baum mitgenommen. Beim dritten Mal bin ich jetzt auf dem Randstein. Oder auf einer Mauer. Extremes Drift. Ich habe mich jetzt komplett. Wenn das so unfair mit dem Allrad, wie der halt einfach durchs Gelände pflügen kann, da kannst du gar nicht mithalten. Scheiße! Scheiße! Ich bin dafür, beim nächsten Special schließen wir Allradfahrzeuge aus. Oder alle fahren mit Allrad. Ja. Bin ich sogar auch dafür. Nee, Allrad ausschließen. Wir machen es andersrum. Wir fahren Allrad eher nicht. Vor allem bin ich jetzt sowieso dafür. Wir machen nämlich jetzt was wir im letzten Special nämlich vergessen haben, was eigentlich super wichtig war. Aber es hat niemand in den Kommentaren eigentlich erwähnt. Es hat mich eigentlich verwundert im Nachhinein. Ich dachte, da wird jetzt rumgeflamed und jeder, oh Ray, wie kannst du nur was das vergessen? Track. Und zwar ein Highspeed-Test. Nee, Track haben wir ja gemacht, aber einen Highspeed-Test haben wir nicht gemacht. Und ich fand, das hat er eigentlich bei den letzten, eigentlich hat das absolut dazugehört. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt hier mit diesen hier. Bei denen passt es nämlich auch wunderbar. Und da ist eigentlich der Allrad auch mehr oder weniger unnötig. Wie bitte? Was war denn eigentlich denn nochmal das letzte? Das letzte was? Special. Das war doch was mit den hier Länder-Nationen-Duell. War das doch? Ach, stimmt. Genau. Da sind wir ja alle Sportwagen gefahren und gerade da wäre eigentlich Topspeed interessant gewesen. Ich würde sagen, macht man gleich. Hier bei dem Highway, dann sind wir in der Nähe vom Track gleich. Ja, wir nehmen den oberen Highway von Sant Matar aus, der ist eigentlich gar nicht schlecht, wobei wir da kriegen Demo. Wir wahrscheinlich die Topspeed. Weißt du noch, was wir gemacht hatten da? Im Tunnel. Topspeed, genau. Als ich, welche von ich, Remo und Leon sind ja oft so unterwegs, dass wir von Autotreffen zu Autotreffen fahren, dann immer wieder LIs dazu packen, meistens um die 15 und da sind wir bei der Klasse A. Meistens an den Topspeed rangekommen, auf diesen kurzen Stück. Ja. Ja, wenn du von Sant Matar Richtung Sisteron fährst, kriegst du auch hin, weil es bergab geht. Das haben wir ja auch schon mal gemacht. Nee, wir fahren ja immer in die andere Richtung. Da kriegen wir es auch hin. Okay. Und wir haben das jetzt ein paar Tage lang so gemacht. Wir sind, also einer stand immer im Tunnel bei, wer ist das Ding da oben? Sisteron. Und in der Mitte vom Tunnel, im Cockpit-Perspektive, musste nach vorne schauen, nach Saint-Martin-Richtung. Und einer, also der andere, kam dann mit einem Auto unbekannt mit Topspeed entgegen. Und der andere musste, der im Tunnel musste es halt erkennen, ohne sich umzublicken. Und dann einfach noch als Schätzfrage, welcher Gang und wie viel Speed. Und der Junge hat mich verarscht mit einem Zweier BMW. Ich dachte, das wäre ein M5, dann war es ein Zweier. Ne, doch. So, Leon, was hast du nicht erzählt? Da hatte ich mir wirklich lange noch überlegt, soll ich wirklich mit dir jetzt noch einen YouTube-Kanal machen? Vor allem gestern. Ihr seht schon, es kriselt schon, es gibt eine leichte Ehekrise jetzt schon. Und das am Anfang des Kanals, sagen wir mal gucken, wie lange es überhaupt noch gut geht. So, wir halten mal den Verkehr hier auf. Und ich würde sagen, wir starten nacheinander. Und einfach jeder gibt dann die Topspeed durch, das haben wir schon mal gemacht. Beim Italia-Special, da war der Remo auch dabei. Ja.
Und, leicht untermotorisiert, aber sonst okay. Ja, du warst ja einfach auch nur der Vergleichswert, also da ging es ja auch nicht wirklich darum, wer jetzt der Bessere ist oder sonst was. Und jetzt sieht man hier beim Cookie schön, da hat er einfach wirklich viel zu viel Sturz drauf, also das sieht auch schon nicht mehr schön aus, ne, muss ich ehrlich sagen. Das sieht einfach nur aus, wie dass der Cookie halt um die 200 Kilogramm wiegt oder vielleicht sogar mehr und das Auto einfach extremst nach unten drückt, was ja auch der Wahrheit entspricht. Great. Aber ja, gut. Uns gefällt's. Ja. Gut, dann würde ich sagen, von rechts nach links, der BMW M5, der Remo, der Forza Creeper, legt los, fahr bis zum Tunnel durch und sagst halt einfach das Höchste, was du drauf gekriegt hast. Aktueller ja. B400 drauf. Ja, okay, wunderbar, damit hat Remo schon gewonnen, wir müssen mal gar nicht mehr antreten. Bei 400, das ist ja klar. Nee, ich würde sagen, Turbo Felix Leon kann auch schon mal losfahren. Dann müssen wir nicht so lange aufeinander warten. 1000. Überschall. Er ist gerade im dritten halt Überschall. Die Map kann gar nicht mehr richtig nachladen, ich bin so schnell. Na, unglaublich. Dein Opel hält hier ziemlich viel auf. Ja, ich weiß. Ach was, das macht er sowieso. So, kann ich mal Gas geben, Googie. Go, 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 Googie! Ich glaube, er hört mich nicht. Ja. Googie. Soll ich den Motor nicht kaputt gehört. Jagen, du sollst Gas geben. Ich hab dich jetzt echt nicht gehört. Keine Ahnung warum. Unglaublich. 200. Immer diese Österreicher, immer auf irgendwas anders im Ohr. Ja, immer diese Fünfer im Ohr, ne? Nee, ich hab gerade nach draußen gehorcht, ob es hagelt oder ob es nur regnet. Also hier schön Wetter, ich weiß nicht, was du hast. So, dann gebe ich auch mal Gas. Der Remo dürfte mittlerweile schon längst durch sein. Fahr jetzt in die Wand und bin tot. Okay. War schön mit dir. Ja, ihr könnt ja schon mal zwischenzeitlich, Remo, was war denn deine Topspeed? 332 km/h. Was? Das ist natürlich nicht wenig. Das ist mal eine Ansage. Das ist wirklich eine Ansage. Ich bin auch durch. 312. 312, okay. Da weiß ich, was ich zu schlagen habe, aber aktuell sieht es noch nicht so gut aus. Ich bin auch leicht im Drehzahlbremser gleich. Ich habe mein Auto jetzt auch nicht auf Topspeed ausgelegt, ja. Das geht nicht gut. Wie viel hattest du, Leo? 312. Wie viel? Nur 312? Ja. So, ich bin jetzt auch durch komplett. Mit? 317. Was? 317. Nein! Oh, da ist der Frage, nein. Kurz runter. Schande über den Mercedes. Tja, ich bin auch durch. Und der Drehzahlbegrenzer hat es mir tatsächlich versaut. Ich glaube, da wäre deutlich mehr gegangen, aber 315 war es dann nur am Ende. Nein! Also ich habe wirklich ungelogen 332. Ja, das glaube ich auch, aber bei mir ist es einfach wirklich, ich habe auch das Getriebe tatsächlich nicht umgestellt. Hätte ich vielleicht im Vorfeld machen sollen, aber habe ich auch nicht dran gedacht oder dass es gar nicht reicht. Ja, hier 316 angegeben, 315 habe ich draufgekriegt. Mir war das bei das, was ich gesehen habe. Wie viel? Hör mal nach. Ja, 312. Da bei mir wird angegeben 337,9 km/h. Somit habe ich das. Der Cookie ist, glaube ich, gerade weg, aber wir können ja schon mal noch zum Schluss, zum großen Finale, nochmal ganz schnell an Trackstrip fahren. Der Cookie kann sich ja dann porten. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal ein Track Race am Schluss. Ich meine, der Audi ist eigentlich schon fast sicher, dass er das gewinnt. Besser gehen die. Wir geben am Anfang eine Zeitstrafe. Ja, gut, das erste Rennen kriegt er eh 0 Punkte. Na, sind wir uns alle einig? Ja, genau. Kriegt er auch. Alle von unten lang, außer ich. Aua. Musste sein. Also wenn es nach dem Querfahren geht, dann gewinnt auf jeden Fall der Omega. Weil da muss man echt nur ein bisschen das Gas antippeln, kommt das Ding quer. Das ist echt der Wahnsinn. Perfektes Auto zum Driften. Der Benz kommt auch nicht schlecht quer, wenn man will. Ja, wenn man will, aber hier will man es gar nicht. Das ist das Problem.
So. Oh, geil. Das ist Sound. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Habt ihr schon gesagt, während der Folge, wenn ihr ein paar Ideen bringt, ob ihr vielleicht auch mehr so alte Autos sehen wollt. Ich meine, die haben ja auch wirklich was für sich. Ne? Muss ja nicht immer die neuesten Modelle sein, sondern gerade auch so ältere Fahrzeuge sind ja auch schon mal ganz cool. Und ja, bei uns kam auch, wie gesagt, gleich die spontane Idee, das auch zu machen, wenn wir schon mal, wie gesagt, jetzt auch eben den Omega da mit dabei haben, was ja auch ein wirklich richtig cooles Fahrzeug ist. War leider damals ziemlich fehlerbehaftet, das Fahrzeug. Hatte viele Probleme, aber es ist natürlich auf jeden Fall in der damaligen Zeit auf jeden Fall eine Legende. Der Opel Lotus Omega oder Vauxhall Lotus Carlton, was total hässlich klingt, aber gut. So sind halt die Engländer. Hässlich. Das hast jetzt du gesagt. Mir ging es eher um die Namen. Also ihr merkt schon, oh, da ist gerade irgendwas zusammengeschlagen worden. Googie. So, Googie. Nee. Nicht klatschen, also, eine Aufnahme. Also ihr merkt schon, Engländer sind bei den Stance Freaks nicht willkommen. Ihr werdet auch keine englischen Fahrzeuge sehen, so wie es aussieht. Den F-Type. Doch, den F-Type. Den okay. F-Type. Von mir in Gumball Rally Design. Nein. Trifft abgebrochen. Ja, wir waren jetzt hier noch auf Googie, es könnte sein, dass er auch nicht mehr kommt, das heißt, vielleicht gibt es doch kein Drag Race. Auch ein selbstgemachtes. Ja gut, dann machen wir zu dritt, schnell eins. Dünn unter Hecktriebler. Was unter, einfach unter, jetzt nicht unter der Punktewertung zählt. Das machen wir jetzt einfach mal für uns. Bisschen Spaß muss sein. Genau, einfach so zum großen Finale der Folge machen wir das jetzt mal. Und ich würde sagen, Googie, du zählst an. Okay, du dann nicht. Eins. Nee, dann würde ich einfach mal sagen, ich zähle einfach an. Machen wir einfach von drei runter. 3, 2, 1, go! Oh, verschalten. Scheiße. Wie soll der Windschatten? Ja, frag mal hier den anderen, der mich da nach rechts gedrückt hat. Ja. Beschleunigung hat auf jeden Fall der Omega genug, aber das war er damals, hat er damals auch wirklich gehabt. Top Speed musste sich nur dem Alpina geschlagen geben. Und zack, ich glaube, wir sind durch, ne? Ja. Machen Sie sich mal ab. Ja, wunderbar. Das ging jetzt am Ende nochmal ein bisschen um die Ehre. War auf jeden Fall auch nochmal ganz cool, hat man gesehen. Omega hat auf jeden Fall, was Beschleunigung angeht, genug Power, wenn er es denn mal auf die Straße bringt. Ja, am Ende vorbei. Der Wheelspin ist leider ein bisschen blöd bei einem Kurven rausbeschleunigen. Ja, wer gewonnen hat jetzt hier bei diesem Special, seht ihr unten. Ich vermute mal trotzdem, dass es jetzt Googie war. Und ansonsten, ja, wie gesagt, Vorschläge einfach in die Kommentare, wenn ihr mitmachen wollt. Auch vielleicht einfach mal in den Kommentaren melden oder einfach am besten direkt auf dem Teamspeak joinen. Teamspeak IP ist auch unter jedem Pixelhelden-Video verlinkt. Einfach vorbeischauen, ist eigentlich immer jemand mal da. Vor allem abends ist hier immer Regelstimmung. Ist immer ein bisschen eine Spielestimmung angesagt, also wenn es auch nur mal ein bisschen zum Zocken ist, sind immer ein paar Leute da. Ja, ansonsten, ich bin raus, ich bedanke mich für alle, die mitgemacht haben und ja, lasse euch auch das letzte Wort, ich bin raus, ciao, ciao. Jawohl, tschüss und das letzte Wort über das wir den Cookie. Ja, ciao. Und sie warten immer noch. Genau. Bum, bum. Ciao, ciao. Hours later. Arrivederci.